Okay, schauen wir mal. Bist du noch Level 1? Ah, 6 Trefferpunkte. Naja, die müssen sich das jetzt wahrscheinlich teilen. Und, oh halt, ja, ich wollte eigentlich wissen, wo ich genau bin, ne? Okay, wir müssen nach Osten, zur Stadt des Städtens. Nehme ich an, aber zumindest müssen wir zu der Stadt jetzt, damit wir unsere Vergiftung loswerden und speichern können. Jetzt gucken wir mal unsere Theorie des Aufspaltens der... Ja, wie ich mir gedacht habe, die Erfahrung, die wir kriegen, wird aufgeteilt zwischen unseren Leuten. Ah! Wasser. Und schon sind die Monster gleich viel harmloser. Das ist so eine Backwards-Logik, die ich nicht ganz verstehe. Hier müsste es eigentlich mehr vor Leben tummeln als mitten in der Wüste. Aber anscheinend sind die Viecher so ungenießbar, dass die größeren Monster sie in Ruhe lassen. Damit sie stattdessen uns angreifen können. Aha, ich denke schon wieder viel zu viel darüber nach, stimmt's? Okay, willkommen in Cyborghausen. Ah ja. Das gucken wir erstmal gleich. Hey du da. Noch was Neues zu sagen? Oh, natürlich nicht. Mal sehen. Gut, jetzt schneide ich aber mal das ganze Gekaufe aus und wir machen mit der Action weiter. Bis gleich. Okay, Timeskip. Das Lästigste haben wir erledigt. Ich habe hier nur gerade die Techniken von unserem neuen Cyborg-Kamerad neu eingestellt. Denn Gra ist, glaube ich, am nützlichsten gegen Endgegner, weil das abhängig ist von der Zahl der Trefferpunkte, die einer hat. Wenn mein Gedächtnis mich hier nicht trügt und Feuer ist irgendwas mit Feuer und das ist gut. Und die Techniken, die ich am wenigsten benutze, haben jetzt auch am wenigsten Power. Und das hat uns wieder 10 Euronen gekostet, oder wie immer die Währung hier heißt. Bei dem Durcheinander hier könnte das durchaus die Euros sein. Aber egal. Genau, wir haben jetzt eine neue Waffe für ihn. Und wir können jetzt den Hunting Shot equippen. Und damit, hoi, die Waldfee, das ist viel Schaden auf einmal. Ja, was hat er jetzt, eine persönliche Laserkanone oder was? Na, gucken wir uns nachher an. Hunting Shot. Wahrscheinlich so ein Riesengewehr, Elefantengewehr oder sowas. Das aus irgendeinem Grund nur von Cyborgs bedient werden kann. Gucken wir mal, ob noch gut da ist für irgendwas. Protektor klingt gut. Kann er das tragen? Yep, kann er. Jetzt gucken wir mal gleich, kann er Headgear tragen? Ja, Glück gehabt. Gut, damit ist die Ausrüstung noch schon mal beendet, fast. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass er sich das auch anzieht. Der Protektor, Verteidigung hochgegangen. Und Headgear, Verteidigung hochgegangen. Jetzt sind wir auch langsam, unglaublich langsam. Aber hey, jetzt sieht es doch schon besser aus. Verteidigung 85, ja, ja. Er ist immer noch der Anführer hier. Verteidigung 69, das geht doch. Und ihn hier nochmal. Jep. Ich darf natürlich nicht vergessen. Oh ja, ihr 87 Schaden. Im Vergleich zu 84 bei ihr. 81 bei ihm. Und er hat Level 1. Wenn er also erstmal ein paar Level drauf hat, haben wir hier einen echten Kampf-Cyborg am Laufen. Ah ja, apropos Cyborgs, da war doch noch eine Story oder was. Was machen wir eigentlich? Also Rhys ist immer noch, das sieht man hier, seinem grimmigen Gesicht auf der Suche nach seiner Verlobten. Zusammen mit seiner jetzt langsam wachsenden Robotarmee. Denn das sind die hier eigentlich im Wesentlichen, auch wenn sie ständig als Cyborgs bezeichnet werden. Okay, ein alter verrückter Cyborg wandert durch die Wüste. Wenn wir Glück haben, ist damit Vren gemeint. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Ah ja, wir sollen Vren finden und dann nach Osten, um das Wetter zu reparieren. Okay, und Rhys ist so leichtgläubig, dass er das anscheinend sich gleich zur Aufnahme gemacht hat. Ah ja, hört sich an, also, ja, hier, klar, er erzählt irgendeiner Roboter-Lady irgendwas von einer Stadt, die Eisbrudel hat und ihre Lösung ist. Sieht so aus, als müsste das Wetter repariert werden. Ja, na gut. Wir haben jetzt Vren, also können wir das ja versuchen. Und, vielleicht sollte ich vorher auch mal speichern. Genau. Das probieren wir mal gleich aus. Aber erstmal muss ich diesem Riesen nochmal zeigen, wo der Hammer hängt. Und das machen wir, indem wir erstmal jeden außer Vren die Ratten ausschalten lassen.
Und wenn der darf den Riesen angreifen und dann gucken wir uns das an. Naja, zwei Dons. Hört mal auf damit. Sterbt stattdessen, das macht mehr Spaß. Mir zumindest. Kavum. Okay, nicht so beeindruckt. 102. Jetzt gucken wir mal, wie viel Schaden wir machen. 23. Okay, ja gut. Oh, Vren wurde aufgestuft. Das ist doch mal schön. Das darf man mal zurückspeichern. Ah ja, ich vergessen. Sonst muss ich, falls ich umkomme, diese ganzen Ausrüsteleien nochmal machen. Und ja schon, hier haben wir Schaden 90, Verteidigung 51. Ja, so langsam holt er auf, der Knabist. Okay, dann nochmal rein und pennen gehen. Okay, Lady. Yep, wir werden vorsichtig sein. Versprochen. Ich und mein bei der Roboter werden so vorsichtig sein, wie es nur geht. Also gut. Wir haben unsere Aufgabe. Nach Osten. Wetter reparieren. Dann schauen wir mal, wie wir das machen. Als erstes marschieren wir blindlings nach Osten, bis wir die Stadt nicht mehr sehen können. Und dann fällt Rhys ein, dass er ja dieses Monitor-Dings da hat und mal gucken kann, was im Osten überhaupt ist. Okay. Felsen. Dann gucken wir uns das mal an. Dum-di-dum-di-dum, wir marschieren durch die Wüste. Naja, ich frage mich, wenn wir lang genug durch die Wüste marschieren, müssen die Cyborgs ihn dann tragen, weil die Roboter brauchen ja nämlich an kein Wasser. Egal, das ist mal Rattenschlachten hier. Diesmal kommen sie jetzt schon zu sechst an. Kavum. Ha. Gut, die haben keine Chance hier. Haha. Okay, weiter geht's. Und wir wandern durch die Wüste und ein Tempel und Felsen. Dann gucken wir uns mal den Tempel an. Ach egal, die sind alle gleich gefährlich auf ihre Weise. Kavum. Okay, das war Overkill. Das hätte ich vielleicht besser machen können. Egal, ihr seid sowieso alle tot. Kavum. Und Schwert in die Fresse, Ratte. Das war's. Dankeschön. Jetzt gehen wir mal hier rein. Oh, diesmal dürfen wir hier durchgehen. Ist das die Wetterkontrolle oder was? Eine donnernde Stimme von oben. Nein. Oh ne, Layana hier. Raus hier. Oh, das ist gemein. Ich wünschte mir, Rhys spätere Ehefrau wäre hier. Genau. Ihre Verlobte ist Layanerin. Mit ihr könnten wir hier rein. Gemein. Leider muss Rhys ja erstmal finden, nicht wahr? Und retten. Ah ja. Okay. Rhys, du schlachtest das ab. Mjö, du machst mal Rattengulasch aus den Viechern. Und Vren, du probierst wieder mal deine Knarre an dem Ding aus. Und weiter geht's. Autsch. Na gut, das war allerdings nicht sehr effektiv. Kavum. Ah, der Riese hat den Schuss ausgehalten, aber leider ein Schwerthieb dazu. Und schon ist er kein Problem mehr. Dann gehen wir mal hier lang. Finden wir jetzt hier irgendwas? Oh nein, warte mal. Da war doch was. Ah ja, gut. Jetzt testen wir mal was hier. Vren, du benutzt jetzt Gra. Oh, das fliegt auf alle. Testen wir das mal. Und greifen einfach mal sonst normal an. Ah ja, ich habe vergessen. Inzwischen sind meine normalen Kämpfer so schlau, dass sie alles umbringen, was nicht nagelfest ist. Kavum. Oh ja, wow. Okay, das war nicht so effizient, wie ich das erhofft habe. Testen wir mal jetzt. Frenz. Feu aus. Genau. Und das war es eigentlich schon. Die anderen. Ah, komm, hör mal auf, uns Feuer zu fallen. Hier, nimm das. Oh, wirkt auch nicht besser. Oh, dafür wurde Vren aufgestuft. Das ist doch mal schön. Und da ist auch eine Höhle. Da gehen wir mal besser gleich rein. Was wollte ich nochmal gucken? Ah ja, bei dem Intelligenz wäre das wahrscheinlich kein Wunder, dass das so scheiße ist bei ihm und Techniken. Denn Techniken sind ja eigentlich kompliziert und brauchen Intelligenz. Tja, schade, aber Mjö ist ja leider so gut am normalen manuellen Schlachten und Heilen, dass wir sie als eine Art Kriegerpriesterin hier mitbringen, rollenmäßig gesehen. So, rein mal in die Höhle. Och, boah, wie viele Höhlen sind hier noch blockiert? Bin mal gespannt, ob wir die in den späteren Generationen sehen oder in dieser Generation noch. Gehen wir erstmal nach Süden. Vielleicht ist das schon zu weit. Ah, Monitor. Ah, Gott sei Dank haben wir das Ding hier. Okay, gut. Da sind noch zwei Ziele im Süden und einer im Norden zur Auswahl, die beide technisch gesehen im Osten liegen der Stadt.
Und was ist das denn? Na, da schauen wir uns doch mal an. Egal, weg mit euch da. Ich will euch gar nicht sehen hier. Kavum. Ha. Oh, und Ries wurde auch aufgestuft. Das ist doch mal schön. Gucken wir uns mal das Ding an. Oh. Ist, oh, ey, Moment. Das ist aber ein ziemlich breiter Ausgang. Okay, ja, ich hab's verstanden. Spiel. Oh, ich schätze dann mal, dass das hier die Wetterkontrolle darstellen soll. Hä? Hä? Wofür? Ach komm, Ruhe. Ach, ja. Entweder das oder ich renne mal zurück. Schauen wir mal. Ja, das ist das Problem, wenn die Dungeons alle gleich aussehen. Aber ich teste mal kurz was. Eine Sekunde. Okay, Entwarnung. Ich habe mir nochmal ein altes Video angesehen. Wir sind tatsächlich im Norden angekommen. Jetzt sind wir im Süden. Das ist also ein neuer Dungeon. Okay, bevor wir einfach hier in die Treppe reinmarschieren, gucken wir mal, was wir hier so finden. Das ist ja eigentlich mal zur Abwechslung ganz nett, dass die Monster hier schwächer sind, statt stärker. Oh, da habe ich mich wohl geirrt. Ha. Ups. Naja, gut. Okay, hier. Yeah. Du klopfst auf die alten Viecher ein, weil die können vergiften. Ries, du Wahnsinniger, haust mit dem Schwert auf diese weißen Dinger ein. Und Vren, du hast eine Knarre. Benutzt die gegen das Viech da. Und Action. Okay. Hey, die sind nicht so stabil, wie ich befürchtet habe. Der Hoblitz, der Klamm-Attack. Ja, komm, Ratten. Was immer du bist. Mutant? Na gut, Mutant ist gut. So, weg mit dir. Na gut, mehr Erfahrungspunkte ist ja schon mal ganz gut. Aber wie lange geht das hier noch nach unten? Weiter und noch weiter und noch weiter und... Sense. Okay. Hoffen wir mal, dass ich mich hier nicht total verfranze. Das wäre nämlich ätzend. Und eine totale Sackgasse, oder was? Egal, die Monster sind dafür wieder mal bei der schwächeren Sorte. Schalten wir sie mal aus hier. Und Vren wurde aufgestuft. Das ist eine gute Nachricht. Sehr gut. Okidokili. Diese komische Wetterkontrolle ist zwar wahnsinnig groß. Und oh, ho, ho. Okay, gut. Dann testen wir hier mal wieder was. Vren, ich kommandiere dich. Benutze Gra, falls das geht. Und das trifft alle. Wir will mal sehen, was das wird. Zack. Ah, das hat doch schon mal was gebracht. Schwächt alle Gegner ein bisschen. Und natürlich Overkill gegen die kleinen Viecher. Hier hilft es wahrscheinlich auch nicht so viel. Oh ja, wow, ey. Verdammt, ey. Die wackeln so heftig mit ihren kleinen Messerchen, dass wir Schaden nehmen. So, Ries. Du mir und Feuer frei. Und hier nochmal hier. Zap, 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 zap. Und alle tot. Und 70 Erfahrungspunkte. Ja, selbst durch 3 geteilt ist das schon mal ein ordentlicher Batzen. Und hier ist. Hier geht's auch nach oben. Ach komm. Macht's nicht so kompliziert. Okay, gut. Toll. Jetzt dürfen die alle auf mich einschlagen hier. Und vergiften und alles mögliche auf einmal. Dafür rotte ich euch aus hier. Und noch eine Salve ins Gesicht. Und Vren wurde wieder aufgestuft. Ah ja. Langsam holt er auf. Und in dem Moment, da ist ein Knecht, der ist in uns im Weg. Ach. Ja, ich. Und das User Interface, das ist mal eine tolle Sache. Okay, Mjö, jetzt beweis mal, dass du weißt, wie das funktioniert. Ah, entvergifte ihn. Und benutze es. Auf ihn. Ah ja, genau. Roboter, die Roboter heilen mit magischen Technikfähigkeiten, die nicht wirklich magisch sind. Falls das Sinn macht. Res 4. Technik. Und. So. Jetzt hat sie alles weggeheilt. Aber hier fragen wir mal den Typen da, was er will von uns.